Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks. Jo, wir machen weiter mit unserem Grind zum Leopard 1. Wir befinden uns auf der Map Klippe, sind in unserem VK 3001D, dem 6er Medium der Deutschen, unterwegs. Und sind, wie wir hier sehen, Top Tier. Und ja, das soll uns doch mal so ein bisschen helfen, hier mal eine anständige Runde hinzulegen. Ja, mein Ziel war es, direkt mal aggressiv vorne an den Hügel zu fahren. Glücklicherweise war ich da nicht allein mit dieser Idee, sondern der Cromwell B hier hatte dasselbe vor. Deshalb bleiben wir auch zielgenau dahin. Dieses Video hier ist noch, also dieses Video, dieses Gefecht hier ist noch mit der der kleinen Kanone gespielt. Wir werden uns hier nach gleich nochmal eins ansehen mit der Top Gun dann. Jetzt habe ich nur die 110 Durchschlag und die 110 Schaden. Ja, nach dem Gefecht dann gehen wir erstmal in die Garage und dann gucken wir uns das Ding nochmal an, wie es ausgebaut aussieht. Aber jetzt erstmal zurück zu diesem Gefecht hier. So, da haben wir auch schon direkt die ersten Kandidaten. Ein UI Experimental ist natürlich schmackhaft von der Seite, klar. Und wir können hier in aller Seelenruhe in dem Busch stehen. Und die wissen gar nicht, was ihnen da so geschieht. So, das ist auch unser erster Kill. Der VK 3001H gleich hinterher. Das sind schon mal zwei auf diese Stufe fette Heavies, die wir hier mal eben gemütlich abfahren. Und ja, haben uns die Kills brüderlich geteilt. Und ja, wie gesagt, das war schon mal sehr von Vorteil. Ja, dieses hier ist wirklich eine sehr gute aggressive Position, um gleich dem Gegner hier die Auffahrt zu verwehren. Auf den, nicht nur auf den Hügel, sondern überhaupt hier vorne hinzukommen. Und deshalb, ja, haben wir das natürlich gemacht. Ja, durch die Aktion steht es auch mal geschmeidig schon 2 zu 0. Ich dachte, ich warte hier erstmal noch einen Moment, aber da kommt nicht allzu viel. Die sind gar nicht erst so weit gekommen. Wir haben das Team hat sich eigentlich endlich mal hier richtig gut aufgeteilt. Und dann merke ich jetzt auch endlich mal langsam, man stand jetzt von 3 zu 0, dass ich auch vorfahren kann. So, AT-8. Die Dinger sieht man momentan ja auch durch die OP zum FV 215B 183. Sieht man die Dinger jetzt auch vermehrt wieder. AT-8, AT-7. Und naja, AT-15 im 8er Bereich. Aber der soll nicht Thema sein. Thema soll sein, dass wir hier weiter den Schaden verteilen. So, den nächsten Treffer gesetzt. Der steht auch schon 5 zu 0. Das Gegnerteam hat einfach... haben wir einfach überhaupt keine Luft zum Atmen gelassen. Gleich von der ersten Sekunde an weg. Und das... Na, kriegen wir den Kill? Na, natürlich nicht. Das ist wieder der ominöse Killshot, der nie reingeht. Schnappt sich wieder jemand anders. Habt ihr sicherlich auch. Also, Killshots sind immer nicht möglich. Du kannst 10 Mal an dieselbe Stelle schießen, machst immer Schaden. Sobald der 11. Schuss der Kill ist, dann geht's nicht mehr. Und das geht, das kannst du auf Tier 4 machen, auf 5, auf 10. Das ist völlig Latte. So, und auch hier wird unser Kill leider wieder weggeschnappt. Aber guckt nach oben, er steht schon 12 zu 2 jetzt mittlerweile. Das Gefecht ist 3,5 Minuten alt. Ja, die wissen gar nicht, wie ihn geschieht. So, Bogarty ist noch da, Arti ist noch da. Die ist natürlich mal sehr schmackhaft. Ja, Einzelzeit, bisschen abwarten. Ich habe da jetzt keinen Richtantrieb drin. Zweiter. Und um uns treu zu bleiben, wird jetzt der Kill da wieder weggeschnappt. AT-8 in die Seite müsste eigentlich gehen. Werden wir leider noch nicht herausfinden, da das Ding schon Geschichte ist. Genauso wie die Runde. Klarer 15 zu 2 Erfolg. Und wir sehen dabei, oder sagen wir mal, haben einen relativ anständigen Anteil daran gehabt. 1570 Schaden. Ein paar Punkte haben wir auch noch für die Op gesammelt. Bin ich ja auch noch dran.
Ja, das konnte sich doch schon mal sehen lassen zu Beginn. Und ja, drittbester unseres Teams. Wir haben 18 Mal geschossen, 12 Mal letztendlich dann Schaden gemacht. Jo, können wir nochmal gucken, wem wir so unsere Bretter, unsere Kellen verteilt haben. Wichtig waren natürlich die beiden Heavys gleich zu Beginn, zusammen mit dem Cromwell. Ja, das war zum Aufwärmen und ja, gut, wir sehen uns dann gleich in der Garage wieder und gucken dann mal, was dann gleich kommt. So, ja, das war ja schon mal ganz nett zum Aufwärmen. Ja, und wir gucken uns das Ding dann jetzt gleich mal mit der Top Gun nochmal an. Wir gehen gleich in noch ein Gefecht. Wir gehen gleich in noch ein Gefecht rein. Und ja, wie gesagt, mit der großen Kanone ab jetzt dann. Und was groß bedeutet, können wir uns mal eben angucken. Das bedeutet, das Top-Paket hier, wir haben jetzt eine Durchschlagskraft von 150 bei 135 Schaden. Auf der APCR hätten wir 194. HE 175 Schaden, dann bei 38 Durchschlag. Ich habe jetzt ein paar dabei, aber boah, die werden wir wohl eher nicht benutzen. Wir können noch mal kurz gucken, wie ich ihn jetzt fahre. Also mit Ansetzer ist klar, Lüftung ist drin und Optics. Wir haben auf Klein 73, also 300, das müssten 370 Meter sein. Genau, 370 Meter. Dann nochmal 10% dazu. Sind wir knapp bei 400 Metern. Zusammen mit Waffenbrüdern müssen wir auf jeden Fall über 400 Meter kommen. Als Top-Tier Tier 6 kann das durchaus mal hilfreich sein. Nachher bei Stufe 7, na, vielleicht auch noch 8. Da wird es dann schon etwas dünner. Aber gut, ich will, wenn ich dann schon beschossen werde, will ich wenigstens sehen, von wo und wer es ist. Deshalb, ja, ein bisschen was für die Sichtweite getan. Ansonsten, es ist etwas brauchbarer auf jeden Fall. Er wird auch nicht mein Lieblingspanzer werden. Wir müssen allerdings noch ein bisschen was tun. Ein bisschen bis zum VK 3002D, denn da brauchen wir 46.000. Wir haben jetzt 12. 34.000 müssen wir noch erspielen. Ja, und dann hoffen wir aufs Beste. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Schön ist natürlich immer als Top-Tier unterwegs zu sein, ist klar. Da lässt sich dann noch am meisten rausholen. So, okay, Ardennen. Dann wollen wir mal gucken. Hoffen wir mal, dass nicht zu viel 7er, 8er dabei sind. Am besten gar keine. Top-Tier, Tier 6 wäre natürlich schön. Keine Arti noch dabei. Was wollen wir denn mehr? Also, ja. Wäre begrüßenswert. Wollen wir mal gucken. Und Arti gibt schon mal keine. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Mark 6. Da sollte doch einiges gehen. So hoffe ich doch. Wollen wir mal gucken, ob wir was Vernünftiges aufs Parkett zaubern. Und dann mal schauen. Ja. So, wir haben geschmeidige 3,63 Sekunden Nachladezeit, ehe wir unsere 135er Bretter verteilen. Wollen wir die doch mal an den Mann bringen. Schauen wir mal, Tier 6 ist natürlich schön. Da, ich meine, gut, wir haben sowieso keine Panzerung, aber wenn jetzt ein 7er, 8er gegen einem gegenübersteht, ist das dann auch wieder ein anderer Schnack. Na gut, ja, ich fahre mal von dieser Startseite immer ganz gerne hier erstmal gucken. Das Problem ist, es fährt nur leider keiner vor. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte. Warten wir mal einen Moment. Alles noch so ein bisschen zögerlich, denn irgendwo in diesem Bereich, da geht es nämlich gleich los, da werden sie stehen. Was haben wir da drüben? AT8, AT8, das ist alles frontal für uns. Schwierig. Schwierig, sage ich mal. Aber irgendwie hier nur zu warten. Halt, halt, halt. Da kommt auch schon der erste Kandidat. Zielen, 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 einzielen, einzielen, einzielen. Verschießen. Okay.
im Ernst. Ups. Bereit zu feuern. Wer hat uns hier gesehen? Hat uns hier einer gesehen? Warum? Ja, wahrscheinlich. Oh, die 67 ist auch gar nicht so. Komm schon. Ejo. Schön mitgegeben. Ich glaube, wir haben eine 0,35er Genauigkeit. Bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Da sind solche Schüsse dann mal möglich. So, jetzt muss ich aufpassen. Der T67 AT8. Ich hätte den ja gerne raus da. Aber für mit was muss ich das bezahlen? Das ist die Frage. Okay. Hat sich erledigt. Steht 5-2. Ich glaube, wir können langsam pushen, oder? Das steht alles noch nicht. Ziel erfasst! Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Ich meine, wir sind nicht unbedingt der Panzer, der pushen da sollte. Zum Pushen da ist. Oh Gott. Nicht so viel. Oh. Was bist du? Jackson. Ziel gesichtet. Ja, der haut mir auch eigentlich was rein da. Das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt so frontal haben. Vor allem auch eine bessere Position hat. Was haben wir da noch? AT8. Ist auch nicht unbedingt mein Liebling. Na, ja, machen wir mal einen Bogen hier rum. Steht auch schon 9-4. Das sieht so schlecht jetzt nicht aus. Wir haben zwar allerdings nicht so wahnsinnig viel dran teil an dieser Leistung hier, aber. Ah, ja. Gegner entdeckt. Ich nicht, aber. Gebe Ziel frei. Wir gucken mal, was wir hier noch erreichen können. Ein bisschen ist ja noch was da. Ein bisschen klug anstellen. Kriegen wir da wieder noch was mit? Was haben wir da? Okay, komm, 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 komm. Sehr schön. Der wäre dann auch Geschichte. Wen haben wir jetzt da noch? Drei. Hier, irgendwo hier oben. Oder? Nein, er ist nach unten gefahren. Alter, komm, dreh um. Komm, 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 komm. Ah, das gibt's nicht. Wie die Mäuse hier hauen sie alle ab. Ach, Mann. Schade. Naja, so, was haben wir jetzt noch? War das ein AT-8? Nee, der Jackson. Vielleicht kriegen wir da ja noch was von ab. Aber so oder so, es wird wahrscheinlich eine mittelmäßige Runde. Eher mittelmäßige Runde. Mal schauen. Ja, kommen wir noch rechtzeitig dahin? Ja, möglich wäre es. Wir sind ja relativ mobil. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Nein, wir kommen natürlich nicht rechtzeitig hin. Och, Mann. Ach. Na gut, aber gewonnen. Und ja, ja, wie gesagt, das war abzusehen. Das war eher eine mittelmäßige Runde. Naja, also erwartet bitte nicht zu viel von dem Ding hier. Ich, ja, will er irgendwie nur noch durch, damit wir dann in den 7er reinkommen. Ja, mal gucken. Beim nächsten Mal wird es ja vielleicht auch wieder ein bisschen besser. Hoffen wir mal. Und ja, erstmal wieder 2 Runden abgespult. Und jo, das war's dann erstmal wieder für dieses Mal. Und wenn ihr so wollt, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!